Sie sind hier, 5. September 2018, 20.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Elisabeth Brandau war Teil der deutschen Silbermannschaft. Urheberrecht Getty Image. Scooter Start für die deutschen Mountainbiker bei der WM in der Schweiz. Zum Auftakt gibt es Silber für die Mixed-Mannschaft. Die deutschen Mountainbiker haben die Weltmeisterschaften in Lenzerheide in der Schweiz mit einer Silbermedaille in der Mixed-Mannschaft begonnen. Das Team mit Leon Kaiser, Elisabeth Brandau, Max Brandl, Ronja Eibel und Manuel Fumig lag 13 Sekunden hinter Top-Favorit Schweiz um Olympiasieger Nino Schwerter. Bronze ging an Dänemark, wir haben alles richtig gemacht. Alle fünf haben eine blitzsaubere Leistung geboten. Nur so war das möglich, sagte Bundestrainer Peter Schaub, der Fumig als Schlussfahrer auf die Runde schickte. Dieser lieferte sich ein Duell mit Schwerter, zog letztlich aber den kürzeren. Schwerter attackierte dabei am ersten Berg und riss eine Lücke. Fumig sicherte Deutschland das zweite Staffelsilber nach 2010. Downhill mit Spitz als Highlight. Die Highlights sind die Downhill-Rennen am Sonntag. Mit von der Partie ist dort erneut Sabine Spitz. Die Olympiasiegerin von Peking 2008 will in Lenzerheide ihre 8. WM-Medaille im Cross-Country gewinnen. 2003 hatte sie ihren bislang einzigen Titel geholt, dazu kamen 4-mal Silber und 2-mal Bronze. Bei Olympischen Spielen hat sie mit Bronze 2004 in Athen und Silber 2012 in London einen kompletten Medaillensatz von Sportinformationsdienst.